Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Angela's Wedding Disaster. Ja, wir sind in einem neuen Geschäft angekommen. Japanisches Geschäft Elegance. Okay. Dann lasst mich mal gucken. Level 31. Was Sie brauchen. Sebastian hat die Leitung des Ladens in deine Hände gegeben. Bereite die Kleider für den Tagesanfang vor. Na gut, klingt erstmal nicht so schwierig. Ach, was haben wir denn hier Feines? Ein Koi-Teich. Aha, erhältst du am Ende des Levels mehr Punkte, wenn der Laden sauber ist. Ach, das ist ja hübsch. Okay, was können wir hier noch? Edle Tüten, ausgefallener Stuhl, geduldigere Kunden. Okay. Sprudelnder Wasserfall. Achte nur darauf, dass es keine Überschwemmung im Laden gibt. Okay. Blumen lassen sich auffüllen. Okay. Viel schneller herstellen. Na gut. Wir gucken erstmal, würde ich sagen, was uns hier erwartet. Oh, das ist ja schick hier. Guck mal, der Koi-Teich. Ich liebe es hier. Die japanische Mode ist so elegant. Schön, dass es dir gefällt. Natürlich erwarte ich dieselbe Eleganz von dir. Was ist schließlich das Wichtigste auf der Welt, Angie? Den Kunden zu geben, was sie wollen? Nein, nein, nein. Du musst ihnen geben, was sie brauchen, Angela. Gib ihnen niemals, was sie wollen, verstanden? Ich denke schon. Zwei sehr angesehene Personen kommen später vorbei, die auch zufällig gute Freunde von mir sind. Ihre Hochzeit steht kurz bevor. Ich vertraue darauf, dass du dich während meiner Geschäftsreise um sie kümmerst. Geschäftsreise? Warte mal, heißt das etwa, dass ich den Laden allein führen muss? Ganz genau. Kann ich dir diese wichtige Aufgabe anvertrauen? Du kannst dich auf mich verlassen. Okay. Ja, aber Angela, die Frage ist ja nicht, ob er sich auf dich verlassen kann. Die Frage ist, ob er sich auf mich verlassen kann. Ich muss das ja hier machen. Okay, hier unten haben wir schon mal diese Ohrringe-Dinger. Warte mal, dann müssen wir das wahrscheinlich so machen. Das müssen wir so machen und hier ein Kleid nehmen. Sehe ich das richtig? Ich glaube, ich sehe das richtig. Okay, dann lasse ich die beiden Damen hier gerade mal einen Moment noch stehen. Naja, die blockieren jetzt natürlich schon da hinten die Tante. Aber okay, kriegen wir noch hin? So, dann gehen wir hier aufräumen. Okay, sie möchte das und das, das und das und ein Kleid. Alles klar, gebe ich euch und dann gehen wir da oben hin. Habe ich gerade die Maus schon quieken gehört? Ich habe keine Ahnung. Mir war so ein Quietschen im Ohr. Ah nein, da ist die Maus, sehr schön. So, dann bekommt ihr jetzt das hier unten. Oh Gott, ich muss noch nichts auffüllen und noch nichts nähen. Das finde ich richtig gut. So, bitteschön, junge Frau. Und dann gehe ich direkt wieder nach da oben. Und der erste Stern ist schon da. Naja, das wird nicht so einfach bleiben. Das wissen wir. So, liebe Oma. Ich bringe dir dein doch sehr aufreizendes Kleid, hör mal. Mann, 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 das würde ich ja gerne mal an dir sehen. Ganz im Ernst. So, kommst du auch nochmal da raus, oder... Ja, ich warte jetzt gerade noch auf sie hier. Dann kann ich nämlich hier noch eine Kombo machen. Und dann kann ich euch alle abkassieren. Okay. Schön, schön. Das ist easy. Ach so. Ach, das ist ein Kleid. Ach so. Oh, ah ja. Ach nee, es ist ein Hut. Oder was? Was soll das sein? Okay, könnte ein Hut sein. Ich bin mir gerade nicht sicher. So, das Kleid packe ich auch noch ein. So, sie kommt da raus. Wunderbar. Und tschüss. Aufräumen, Angela. Komm, komm. Hopp, hopp. So, dann brauchen wir das auf jeden Fall. Und was kann ich für dich hier unten? Du möchtest das und das. Okay. Ich komme. Achso, ich komme doch noch nicht. Warte noch einen Moment, bitte. Ich komme doch noch nicht. So, das ist für dich. Und auf sie warte ich jetzt auch noch. Oder nee, warte mal. Ich kassiere mal schnell. Ach, jetzt ist sie doch mit durch. Na gut, okay. Wollte ich die Kombo mit ihr machen, aber ist ja nicht schlimm. So, schön. Wiedersehen. Erstes Level. Und? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Echt jetzt? Ja, Leco Mio, ey.
Ey, das war so ein Pipi-Level und ich habe den dritten Stern nicht. Ach Gott, ey. Ja, müssen mehr an der Kasse einfach stehen. Das ist so. Hallo, wir suchen... Ach du meine Güte. Josh Kenny, Yukui Noriaki, weltbekannt aus dem Fashion Fire Magazine. Mr. Kenny, ich liebe Ihre Fotos. Nur Sie können Models als Göttinnen ablichten. Und Mrs. Noriaki, Ihr kleiner Finger strahlt mehr Anmut aus als 10 Models zusammen. Schön, dich kennenzulernen. Du bist nicht zufällig Angela, oder? Das bin ich, Angela Napoli. Sebastian hat mich darum gebeten, euch bei den Hochzeitsvorbereitungen zu helfen. Perfekt, wir wissen genau, was wir wollen. Traditionelle japanische Trommeln. Begleitet von einer amerikanischen Punkband. Kimonos für die Brautjungfern. Und Smokings für meine Trauzeugen. Das wird einfach umwerfend. Okay, ich bin mir sicher, dass wir das hinbekommen. Irgendwie. Okay, und Hula-Tänzer. Und halbnackte Girls auf Rollschuhen. Okay. Level 32, der Star aus New York. Gib Yuki und Josh das Gefühl, etwas Besonderes zu sein, indem du all ihre Wünsche erfüllst. Na gut, okay, ich warte hier noch. Hey Kitty, ich bin's. Du wirst nicht glauben, was mir heute passiert ist. Sag jetzt bitte nicht, dass du schon wieder verhaftet wurdest. Nein, Dummchen. Eines der angesagtesten Paare aus New York ist hier. Ein Fotograf und ein Model heiraten. Wie romantisch ist das denn bitte? Angesagtes Paar aus New York? Wer soll denn das sein? Josh Kenny und Yuki Noriaki. Sie sind in... Warte, hast du Yuki gesagt? Sie ist eine Freundin und Klientin von mir. Ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Echt? Wow, die Welt ist doch ein Dorf. Sie ist jetzt gerade hier, wenn du sie sehen willst. Das müsste klappen. Ich mache schließlich gerade Pause. Okay, die kennen sich. Das kann nur von Vorteil sein. Falls Angela hier wieder alles versaut oder eben auch nicht. Vielleicht macht sie ja auch mal was richtig. So, okay, wir brauchen das und das. Und es wäre schön, wenn jetzt noch irgendwer käme. Gebe ich dir das schon? Ja, das dauert zu lange, bis sie jetzt bestellt hat. So, warte mal, das. Okay, dann gehe ich da oben hin und dann gehe ich da runter. Was muss ich denn jetzt machen? Hä? Ach so. Ach Gott. Aha. Ja, hier quietscht jetzt irgendwo gerade hier die Maus. Da ist sie. Okay, okay. Jetzt bin ich aber total verwirrt hier gerade. Räum mal fix auf hier bitte, Angela. Ja, aber ich kriege hier keine gescheiten Kombos, wenn die so merkwürdig hier kommen. So, warte, das brauche ich und, warte mal, das brauche ich. Ach, und das brauche ich dahin. Aha, okay. Okay, dahin. So, warte, das und das und das und das. Oh mein Gott, ey. Ich merke schon, es wird schwierig. Jetzt bestellt die hier unten nochmal. Ach Gott. Ich dachte, du kommst zur Kasse, Fräulein. So, warte, das und das und das nochmal und das dahin. Okay, passt alles noch auf das Tablett? Okay, dahin. Kasse aufräumen. So, warte, zweimal das. Und was kann ich für dich tun? Du möchtest das und das? Oh, jetzt fängt er schon wieder an nachzudenken. So, warte. Okay. Achso, hat nicht aufs Tablett gepasst. So, okay. Dann habe ich ihn jetzt. Na gut, okay, warte. Das ist für dich. Sie kommt auch. Okay, aufräumen. Stunning. So, dann brauche ich das. So, was wollt ihr noch, Freunde? Ich habe noch ein bisschen Platz, habe ich noch. So, warte. Einmal das zusammenpacken. So. Was brauche ich? Was habe ich da jetzt auf dem Tablett? Hä? Mach mal den Tee runter. Wieso habe ich jetzt... wo habe ich denn da jetzt einen Fehler gerade gemacht? Jetzt habe ich hier wieder so ein Ding übrig. Irgendwas läuft hier gerade noch falsch. Irgendwas mache ich noch nicht richtig.
Warte, das und das für sie. Das Kleid für sie. Okay, die beiden hier oben sind fertig. Irgendwas habe ich jetzt hier noch falsch gemacht. Scheint mir. So, kommst du oder brauchst du erst noch? Nee, so brauchst du erst noch Reißverschluss oder so. Okay. Ja, warte, dann komme ich. Ach so, Zuknöpfen. Ja, das ist auch in Ordnung. So, das Kleid, das Ding hier für euch. Smart. So, du kommst aber jetzt zur Kasse. Ich räume hier noch schnell auf. Und go. Alle raus. Tschüss. Wiedersehen. Schaffe ich wieder nicht, ne? Oh mein Gott, ey. Wieder nicht geschafft. Naja, okay. Ich freue mich auch über 2 Sterne. Auch wenn ich es nicht verstehe, aber okay. Hallo, Angela. Hallo, Yuki. Erinnerst du dich an mich? Kitty, was für eine Überraschung. Ich habe dich seit der Verhandlung nicht mehr gesehen. Naja, für gewöhnlich will man seine Anwältin ja auch nicht allzu häufig sehen. Okay, Schatz. Jetzt bin ich aber doch neugierig. Warum warst du vor Gericht? Ein Stalker ist aus einem Baum gefallen, als er mich während eines Fotoshoots ausspionieren wollte. Er wollte Yuki auf Schadensersatz verklagen. Stattdessen hat Kitty ihn vor Gericht gezerrt und der ganzen Welt gezeigt, dass er nur ein schmieriger Stalker ist. Wow, Kitty, davon hast du mir ja nie erzählt. Normalerweise bist du zu beschäftigt. Überall klingelt's. Ja, sehr schön. Tut mir leid, die Arbeit ruft. Das kann nicht warten. Geht mir genauso. Also, das war nett, wenn auch etwas kurz. Ja, die schwer beschäftigten Frauen hier, ihr Lieben. Bonuslevel. Du erhältst nur Punkte, wenn du die Kunden schnell bedienst. So, jetzt glaube ich, gucke ich doch mal hier. Was macht denn das? Umkleiden geduldiger. Schneller herstellen. Stoffe. Oh mein Gott. Okay, das behalte ich mal im Auge. Was macht das? Wenn du schnell die Produkte lieferst, erhältst du mehr Punkte. Ich glaube, ich nehme schon mal das mit den Stoffen. Okay. So, schnell bedienen. Muss ich schon irgendwas nähen, bauen oder sonst irgendwas? Nein, ich glaube nicht. Okay, so, dann ist das für dich. So, dich habe ich aber jetzt schnell bedient, ne? Kann aber keiner motzen hier. Okay, das haben wir fertig. Das ist dann für dich. Du möchtest das, das. Und die Ohrringe. Und ich würde ganz gern irgendwie schon mal hier eine Kombo machen, ne? Nur wenigstens so eine kleine Kassenkombo. Damit ich überhaupt irgendwie mal hier ein paar Punkte zusammenbekomme. Ach, das bringt mir gar nichts. So, jetzt habe ich diese 2 Sachen aufgeladen. Das passt aber jetzt, okay. Also Kassenkombos bringen mir gar nichts. 1, 2, 3, okay. So, das brauche ich darüber. Das heißt, ich bediene die Damen hier gerade mal wieder umsonst. Okay. Na dann. Hurra, die Waldgams. Aber hey, wir haben die Maus. Boah, das ist hart, finde ich. Wenn man so gar nichts bekommt hier. Das ist ja übel. Aber ich bin schnell. Also, für meine Verhältnisse. Ja, dann kassiere ich euch alle einzeln, oder wie? Ach Gott, Tag ist schon fast gleich wieder um, meine Güte, ey. So, das brauche ich da oben, darunter. So, warte, das mal hier zusammenbauen. Okay, das dahin. Und 2 für dich. Jo, dann kannst du auch gehen. Ja, ich bin ja hier schnell eigentlich, ne? So, du kannst auch gehen. Kasse bitte. Und das weiße Dingen. Ich hoffe, das war noch schnell. Ja, eigentlich schon, ne? So, na gut. Der erste Stern ist da. Wunderbar. So, das für die Omi. Bam, bam, bam. So, und du möchtest das, das und das. Dahin, dahin, Kasse. Oh, da kommt der 2. Okay, es ist auch ein Diamant und kein Stern, ne? Ich weiß, ja, ja. So, das ist für dich. Dann brauche ich das und das noch für dich. Dann wird kassiert. Dann brauche ich das und das für dich. Kassiere ich auch nochmal. Gehe ich aufräumen. Vielleicht bringt es ja irgendwas.
Also ich... Oh, da ist er. Okay. Also ich war gerade so mit Ach und Krach schnell genug, ey. Knappe Sache, aber egal. Gerade so hingekriegt. Oh Mann. Ich glaube, das war jetzt hier echt eine Punktlandung, ne? Naja. Ja, ihr Lieben, dann war's das schon wieder für diese Folge. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und bis dahin, eure Trin.